Zu einem Festakt hatte die Feuerwehr Nattheim im Anschluss an ihre Generalversammlung in die Fahrzeughalle eingeladen. Zum Preis von 186.000 Euro bekam die Feuerwehrabteilung aus Fleinheim ein Staffellöschfahrzeug. Die Feuerwehrabteilung in Auernheim-Steinweiler übernahm von den Kameraden aus Fleinheim ein gut gepflegtes, 20 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug. Es löst in Steinweiler ein altes Tragkraftspritzenfahrzeug ab. Erstmals ist nun im Landkreis Heidenheim ein Fahrzeug aus der Feuerwehrgerätefabrik Rosenbauer im Einsatz. Ich glaube, das Konzept, das in der Feuerwehr Nattheim erstellt wurde, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, das ist gut, das ist richtig. Ich kann mich noch entsinnen, als es um die Ersatzbeschaffung jetzt von dem Fahrzeug ging, dass man gesagt hat, wir haben ein Löschfahrzeug, wir wollen da wieder eins. Aber ich glaube, wenn man heute sieht, diese beiden Fahrzeuge, wenn man sich die anguckt, die Zeit, die da dazwischen liegt, das ist kein Ersatz gemäß der DIN-Vorschrift. Bevor es zur Auslieferung dieses Fahrzeuges kam, gab es sehr viele Aufgaben, die Sie als Feuerwehr und Verwaltung erledigen mussten. Mein ganz besonderer Dank geht selbstverständlich an meinen direkten Ansprechpartner Kommandant Joos sowie alle an der Beschaffung beteiligten Feuerwehrkameraden. Besonders erwähnenswert ist es, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gärstättenabteilung Heuchlingen anzusprechen. Aus intensiven Gesprächen, E-Mails, Telefonaten, Kompromissen und daraus resultierenden Ergebnissen haben wir zwei fast baugleiche Fahrzeuge zusammengestellt.